Die OMT hat sich entschlossen, Nachtsichtgeräte anzuschaffen. Nachtsichtgeräte verstärken das Restlicht, das was wir in der Nacht haben, sei es künstlich oder als natürliches Licht. Ja, und derzeit sind wir dabei, dies hier bei der Crew am C7 zu schulen. Ja, je nach Restlicht, was ich habe in der Nacht, zum Beispiel heute haben wir ja fast Vollmond, dann sehe ich ja auch mit bloßem Auge die Konturen. Aber wenn wir jetzt einen Neumond haben oder eine geschlossene Wolkendecke, dann ist es nur finster und ich sehe die Konturen nicht. Die Nachtsichtgeräte ermöglichen mir das, auch in der Nacht diese Konturen zu sehen und damit fühle ich mich einfach wohler im Cockpit. Wir haben einmal die erste Einstellung dieser Nachtsichtbrillen vorgenommen. Also die werden am Helm montiert und dann muss man die Nachtsichtbrillen in eine Position bringen, so ähnlich wie bei einem Fernglas oder bei einem Opernglas, damit man eben, wenn man mit beiden Augen durch die zwei Röhren durchschaut, einen Kreis hat. Und in weiterer Folge dann das Scharfstellen, also da gibt es zwei Einstellungen, die Unendlichkeit quasi oder das Einstellen auf die Schärfe der Unendlichkeit und dann werden sie noch einmal auf genau 15 Meter scharf gestellt. Das ist in der Fliegerei die wichtige Höhe, quasi, wo wir dann am Boden die Landeplätze beurteilen müssen und so weiter. Okay, das gleiche jetzt mit den anderen Röhren zu decken, wieder auf die Sterne. Vorne dem Fokusring unendlich, das wenigste unscharfe Bild. Ja, so, und dann wieder aufs Autokennzeichen, hinten die Dioptrien scharf. Naja, das ist so, wenn man sich erinnert als Kind, wenn man das erste Mal durch einen Feldstecher durchgeschaut hat, dann hat man ständig das Gefühl, dass das irgendwie nicht richtig eingestellt ist. Also dass man ständig versucht, das irgendwie nachzujustieren. Und das erfordert natürlich ein bisschen eine Praxis, aber das haben die Leute relativ schnell heraus. Aber am Anfang werden es von uns Lehrern unterstützt, das also richtig Hand zu haben. Ja, die Montage ist eher ungewohnt gewesen. Es schaut zuerst im Lehrsaal einfach aus, also es ist, man sieht ja nicht hinauf auf den Kopf, man kann ja quasi nicht sehen, wie man da hantiert. Es dauert sicher eine gewisse Zeit, bis man da Vertrauen fasst und die ganzen Feineinstellungen in der Brille einfach in Fleisch und Blut übergehen. Aber nach dieser Woche haben sie uns versprochen, wissen wir genau, wie das funktioniert. Ja, es ist erstaunlich, also man sieht beinahe wie am Tag. Also es ist alles nur weißes Licht. Es ist kein Farbsehen, aber ich bin eigentlich beeindruckt. Ungewohnt ist es, ich habe zusätzlich ein Gewicht von 1 Kilo am Kopf und das eingeschränkte Gesichtsfeld. Mit den Brillen habe ich nur einen Winkel von 40 Grad. Mit freiem Auge reden wir von 120 oder mehr Grad, was ich sehe. Das heißt, ich muss immer den Kopf dorthin drehen, wo ich auch hinschauen will. Und das ist am Anfang ungewohnt und auch sehr ermüdend. Der erste Eindruck des Piloten ist meistens, wow, sensationell, cool. Ja, so ein Nachtsichtgerät reden wir ungefähr von $12.000 das Stück. Die Adaptierung des Hubschraubers reden wir von 50.000 bis 60.000 Euro pro Maschine. Also pro Pilot fliegen wir 4 Stunden, pro Flugretter 2 Stunden und ungefähr bis Mitternacht, so 12:30 dauern ungefähr die Übungen länger, wollen wir die Bevölkerung natürlich nicht belästigen, die müssen nächsten Tag wieder arbeiten gehen oder die Schule und da müssen wir natürlich auch ein bisschen Rücksicht nehmen drauf.